landesweit bekannte Werbegesicht ist an einem Bonbon erstickt. Das sogenannte Zuckerkugelkind ist tot. Und wer wird das neue Werbegesicht? Wir sind live in 5, 4, 3. Diese Schrift so zart. Herr Winter, wieso veranstalten Sie ein neues Casting? Ist Ihnen Jusselmeier nicht mehr gut genug? Jeder Farbton leuchtet rein. Für gewöhnlich sind Tote nicht sonderlich fotogen. Das ist meine Chance, meinen Gartenzaun und Schlauch und die Blumenbeete auch hinter mir zu lassen. Und die Chance, der Chancen jetzt beim Schock zu packen, das Gesicht zu sein. Dessen Name ein großer Fernsehstar am nächsten Tag sogar noch kennt. Das mein Leben völlig neu. Wir gehen nicht raus. Ich wiederhole, wir gehen nicht raus. Thank you.
Hochmut, Neid, Zorn, Habgier, Wollust, Trägheit, Völlerei. Die sieben Todsünden. Den meisten sind sie ein Begriff. Die wenigsten können sie alle aufzählen. Doch warum gibt es sie überhaupt? Und welchen Einfluss haben sie heute noch auf uns? Angefangen hat alles im 4. Jahrhundert. Eine Gruppe von Mönchen zieht sich in die Wüste im nördlichen Ägypten zurück, um Gott näher zu kommen. Dabei entwickeln sie die Idee von 8 Lastern, die sie an der Gottesschau hindern. Die Mönche stellen sich diese Gedanken als Dämonen vor, deren Angriffe es abzuwehren gilt. Im Mittelalter besinnt sich Papst Gregor auf diese Laster und fasst sie zu 7 Todsünden zusammen. Mit Einführung der Beichtpflicht werden sie auch für das gemeine Volk relevant. Nun kann selbst der einfache Bauer prüfen, wie gottgefällig sein Handeln ist. Die Kirche zeigt durch grausige Bilder, was mit Sündern geschieht. Man landet in der Hölle oder muss sogar schon im Diesseits dafür büßen. Somit nutzt die Kirche die Angst vor den 7 Todsünden, um Kontrolle über das gesellschaftliche Leben zu erlangen. Im 16. Jahrhundert erreicht diese Kontrolle dann ihren Höhepunkt. Die Kirche macht mit der Angst der Menschen richtig Geschäft. Sie verkauft Ablassbriefe, durch die einem die Sünden vergeben und die Zeit im Fegefeuer verkürzt wird. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Doch dann kritisiert Martin Luther mit seinen 95 Thesen die Doppelmoral und Geldgier der Kirche. Durch die darauf folgende Zeit der Reformation und der Aufklärung verliert die Kirche immer mehr an Einfluss. Das Vertrauen der Bürger schwindet und die Relevanz der 7 Todsünden nimmt immer mehr ab. Besonders zur Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert haben die Menschen eigentlich gar keine Zeit mehr, sich um die Todsünden Gedanken zu machen. Die Menschen schuften bis zu 16 Stunden am Tag. Alles wird schneller und effektiver. Wenn man hier dann doch nach einer relevanten Todsünde Ausschau halten will, wäre es wohl die Trägheit. So ganz sind die 7 Todsünden allerdings nicht verschwunden. Durch gezielte Propaganda werden die einstigen Todsünden im Dritten Reich praktisch in ihr Gegenteil verkehrt. Sie werden zu Grundpfeilern der NS-Ideologie. Das Regime ruft zudem eine ganz neue Sünde aus: die Feigheit. Der geschürte Neid und Zorn sind Auslöser für Enteignung, Verschleppung und Ermordung von Millionen von Menschen. Der Hochmut Hitlers führt zum Weltkrieg. Seitdem hat sich unsere Gesellschaft stark verändert. Bleibt die Frage, was aus den 7 Todsünden geworden ist. Zumindest haben sie heute keinen Einfluss mehr auf unseren Alltag. Was einst als sündig angesehen wurde, wird heute offensiv beworben. Luxus gehört schlicht zum Lifestyle. Geiz ist geil und All-You-Can-Eat-Angebote sind der Renner schlechthin. Von der ursprünglichen Bedeutung der 7 Todsünden ist weit und breit keine Spur mehr. Was die alten Wüstenmönche davon wohl halten würden? Trägheit ist geil, Neid ist geil, Zorn ist geil, Habgier ist geil, Wollust ist geil, Hochmut ist geil, Völlerei ist geil, alles ist geil, Papst Gregor ist geil, Martin Luther ist geil, All You Can Eat ist geil, Hitler. Hitler landet in der Hölle. Trägheit ist geil, Neid ist geil, Zorn ist geil, Hab
Habgier ist geil. Wollust ist geil. Hochmut. Im Namen aller Erdingsener heiße ich dich herzlich willkommen. Wir befinden uns hier in dem kleinen Dörfchen Erdingsen, in dem das Phänomen zum ersten Mal aufgetreten ist. Musik. Weißt du, was passiert, wenn sie ihn entdecken? Und wenn sie herausfinden, dass er nicht Speisenmacher ist? Es sollte nicht immer darum gehen, was man nicht ist. Ich fürchte, dieser Mann hat ihr den Verstand vernebelt. Emilia, die Leute, die werden das nicht hinnehmen. Werden euch verbannen. Dann wird das wohl das Beste sein. Fräulein Gerhard, es ist Ihnen hoffentlich bewusst, dass Sie zu weit gegangen sind. Traditionen können sich ändern. Sag mal, weißt du überhaupt, was dieser Typ mit dir macht? Wie er dich beeinflusst? Thank you.
fuck! Bild der fetten Arschmann, du bist sofort raus hier, warum hast du das Fenster aufgemacht, die Alarmanlage ausgelöst? Es ist ja heiß unter der Maske, woher soll ich das denn wissen? Scheiß drauf, Jens, Mann! Du bist eine geile Idee, in eine Hochschule einzubrechen! Wir werden bestimmt stickreich mit diesem Dinosaurier-Computer hier! Wer weiß, vielleicht ist es ein Sammlerstück. Halt mal gerade die Fresse jetzt. Ich muss nachdenken. Siebter Stock. Wie kommen wir hier raus? Boah, Massimo, können wir nicht einfach den Fahrstuhl nehmen? Das Scherzzeug ist so schwer. Ja, okay, scheiß drauf, dann nehmen wir den Kackfahrstuhl. Aber los, dann rein da jetzt. Mann, kann das Kackding nicht schneller fahren? Sag mal, Peter, das ist dein verdammter Ernst jetzt? Oh, sorry, ey. Der Porsche sitzt dran. Klapp ich weg. Computer! Das Scherzzeug ist so schwer. Die Idee ist ja noch beschissener, als hier einzubrechen. Nee, Mann, wir nehmen die Treppe, komm, los jetzt. Komm, Peter! Boah, Peter, pass auf, ist total rutschig hier, ey. Peter? Scheiße. Peter! Peter! Boah, Massimo, können wir nicht einfach den Fahrstuhl nehmen? Das Scherzzeug ist so schwer. Die Idee ist ja noch beschissener, als hier einzubringen. Nee, Mann, wir nehmen die Treppe, komm, los jetzt. Oh, das stimmt, wir hin. Pass auf, wieso? Wir haben hier gewischt. Hier. Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Ich muss nach oben. Ja, klar. Kelly. Peter, verdammte Scheiße, was machst du denn da? Psst, vor dem Baby. Nehmen Sie doch den Fahrstuhl. Das ist einfacher. Danke. War schön, Sie kennenzulernen. Peter, wir haben es geschafft! Wo ist der scheiß Computer? Ich dachte, du hast den. Du verfickter Fuck! Scheiße, der Alarm geht schon viel zu lange. Wir können nicht durchs Gebäude. Die Bullen sind hier, bevor wir unten sind. Und jetzt? Für sowas habe ich vorgesorgt. Los, komm. Die Tasche, komm! Scheiße, das sagst du jetzt erst? Ich kann das nicht. Alter, Peter, stell dich jetzt nicht an. Los, nimm die Tasche. Massimo, ich schaff das nicht. Ich habe Höhenangst. Peter, warum bist du eigentlich so ein verdammtes Weichei? Das ist ganz einfach. Entweder wir gehen jetzt hier runter
Oder die Bullen packen uns. Oh. War doch gar nicht so schwer, Peter. Der Plan ist perfekt. Ich wüsste nicht, was da schief gehen soll. Peter, genau so machen wir das. Paul und Anna leben in Lemgo. Die beiden sind verschieden, so wie alle Menschen sich voneinander unterscheiden. Ein Unterschied ist, dass Paul eine Behinderung hat und Anna nicht. Die beiden haben sich noch nie getroffen. Vielleicht liegt es daran, dass Paul nicht überall dorthin kommt, wo Anna sein kann. Weil ihm manche Dinge schwerer fallen, läuft er oft gegen Wände. Wenn man es schafft, dass unterschiedliche Menschen sich begegnen und alle die gleichen Möglichkeiten haben, ihr Leben zu gestalten, nennt man das Inklusion. Aber ohne Unterstützung laufen sie trotz der Tür aneinander vorbei. Wie schaffen wir es, dass sie sich begegnen? In Lemgo gibt es dafür das Inklusionsbüro der Lebenshilfe. Hier bekommt Paul Hilfe, damit er das machen kann, worauf er Lust hat. Zum Beispiel Sport. Anna und Paul spielen jetzt gemeinsam Badminton im Verein. Aber Anna ist kein großer Sportfan, deswegen gehen die beiden lieber in die inklusive Theatergruppe. Hier machen Mitglieder von Stadtgespräch zusammen mit Menschen mit Behinderung Theater. Am Ende des Tages begegnet man sich in geselliger Runde in der Arbeitsgruppe für leichte Sprache. Und in Zukunft? Da wäre es schön, wenn wir nicht auf Mauern stoßen, sondern jeder die Möglichkeit bekommt, sich frei zu bewegen, bei allem mitzumachen, was ihn interessiert, und Teil der Gesellschaft zu sein, egal ob mit oder ohne Handicap. Oh no.
Maßnahmen. Ich finde sie ja schon ganz süß. Sie ist einfach nicht mein Typ. Alter, was ist falsch mit dir? Wenn die mir so hinterher rennen würde wie dir, ja? Hätte die direkt weggeflasht, oder? Oder? So, hört mal zu, Leute. Das ist Lars, das ist der neue Verteidiger. Nein, weiß ich schon nicht. Ihr macht euch bekannt, wir sehen uns auf dem Platz. Moin, ich bin Basti. Willkommen im Team, Alter. Jan, gib her das Ding. Halt dich mal raus, Kumpel. Na komm, hopp, 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 ein bisschen mehr Tempo. Los, Basti, jetzt mach schon. Sorry, alles okay? Ja, alles super. Ich hätte ja auch aufpassen. Hey, kuscheln könnt ihr später, okay? Wir spielen hier immer noch Fußball. Hast du das Tor gesehen, was ihr gemacht hat? Okay. Von der Entfernung. Mann, das Ding, Alter. Ja, wie machst du schon wieder? Egal, wie machst du schon wieder? Sicher. Du hast schon abgehauen, Alter. Danke. So, sehr schön. Dann dehnt euch und trinkt was. Sag mal, Basti, hast du vielleicht nach dem Training Zeit? Das wollte ich dich auch noch fragen. Ja, wir wollen alle zusammen heute noch was trinken. Hast du Bock? Ach so. Wenn du willst, wenn auch mal... Hast du den Mann deiner Träume gefunden? Du bist doch nur eifersüchtig. Nee, ich habe ihm nur von nachher erzählt. Ach so. Dann können wir mit dem Training starten, ja? Klar. Los. Sub, ihr Luschen, muss langsam mal los, ne? Oder ein bisschen was vor, wie du weißt, ne? Du bist aber nächste Woche wieder fit, ne? Ja, klar, auf jeden. Okay, haut da rein, Jungs. Ciao. Ciao. Ja, okay, das machen wir. Bist du eher der Bier- oder der Weintyp? Ja, in der Bar trinke ich lieber Bier. Aber
Ich habe auch nichts gegen einen guten Wein einzuwenden. Und du? Es geht mir genauso. Vor ein paar Jahren in Frankreich, da habe ich einen richtig guten Wein getrunken. Schreib auf, wie heißt der? Ist schon lange her, dass ich den getrunken habe, aber wenn du Lust hast, kann ich uns den mal besorgen und dann könnten wir den zusammen trinken. Ja. Ja. Ja, sehr gerne. Ja. Was sehe ich, dass ich immer eine richtige Klatsche, ey. Ja, aber 3 Punkte sind heute drin, ja? Wir müssen in der Verteidigung einfach nur vernünftig stehen, dann läuft das nicht. Ich habe gemeint, letztes Jahr hatten die eine extrem starke. Hör mal, was muss die Fresse, Basti? Es gibt nämlich verdammt wichtige Neuigkeiten. Ihr werdet nicht glauben, was ich gestern rausgefunden habe. Lars? Hast du uns vielleicht was zu erzählen? Ja, nicht zu sagen. Dann helfe ich dir mal. Er hier wurde von der letzten Mannschaft rausgeschmissen. Und warum? Weil er eine Schwuchtel ist. Das? Ganz richtig, eine Schwuchtel. Und? Was macht das für einen Unterschied? Hm? Was ist für ein Unterschied? Mach nicht so, Freundchen, nicht so! Jetzt schau dich mal ganz genau um, du Schwanzlutscher. Mit deiner billigen Homopropaganda kannst du vielleicht ein paar weichgespülte Hipster kleinkriegen, aber nicht uns! Bei uns funktioniert diese Scheiße nicht! Pack deine Sachen und verpiss dich! Und schau mir in die Augen, wenn ich mit dir rede! Oder geht das nicht? So als Schwuchtel. Als miese, kleine Schwuchtel. Stimmt, hat er dir beim Duschen auf den Schwanz gekommen. Was? Perverse Drecksau, Alter, das ist dein Ernst? Hat dir bestimmt gefallen, ne? Das ist gut gehabt. Wollen wir nicht in den Raum setzen? Nenn dich doch mal auf. Also, pass mal an! Robin hat recht! Was soll denn der Scheiß jetzt? Jetzt lass ihn doch einfach mal in Ruhe. Ach so, bist jetzt also auch so ein Homo, hä? Ja, was ist? Hat er dich schon angesteckt? Natürlich nicht, Mann. Natürlich nicht. Was ist denn hier los? Du hast uns hier eine Schwuchtel aufgeheißt. Das muss ich verziehen. Ja, Chef. Für sowas haben wir jetzt echt keine Zeit. 3 Punkte könnt ihr holen gegen diese Arschkriecher da draußen. 3 Punkte! Und die will ich haben! Ist das klar? Ja. Also kriegt euch wieder ein und raus auf den Platz!
Wann schreibst du endlich zurück? Ich warte nun fast schon seit 15 Sekunden. Einmal werd ich noch verrückt. Mein Handy will sich jetzt mit deinem verbinden. Farbe auf Nägeln, brauchst du seine Zeit zum Trocknen. Darauf haben wir keinen Bock, denn man kann einfach nichts mehr tun. Weißbrot muss geröstet werden, dann wird es auch braun gebrannt. Langsam wird es mir hier schlicht zu bunt. Wann kommt hier mal ein Kellner und nimmt unsere Bestellung auf? Geht's vielleicht etwas schneller? Sowas kann ich nicht verstehen. Warten, immer nur warten. Es hängt mir sowas von zum Halse raus. Warten, man fragt sich, haben wir nichts Besseres zu tun? Züge haben meist Verspätung, das ist ja nichts Neues mehr. Aber eine Stunde ist empörend. Das ist wahr. Wie kann das angehen? Drauf stand eine halbe Stunde. Doch wir warten ohne Ende. Schon seit 2 Stunden sitz ich hier. Seit 40 Minuten reden wir von Schmutz und Umwelt, weil uns wirklich nichts mehr einfällt. Tu's jetzt, melde dich doch mal. Warten, immer nur warten. Es hängt uns sowas von zum Halse raus. Warten, man fragt sich, haben wir nichts Besseres zu tun? Warten, immer nur warten. Irgendwann landen wir im Irrenhaus. Oder aber wir warten. Okay. Bye-bye, Baby. Thank you.
die drei Farben an mir. Hallo? Hallo, Liebling. Ich bin's. Hallo, Schatz. Was gibt's? Du, ich bin so gut wie zu Hause. Sag mal, rauchst du etwa? Nein, natürlich nicht. Du, was war das? Ist alles okay? Ja, alles in Ordnung. Mir ist nur fast der Topfdeckel runtergefallen. Was gibt's denn? Ich bin wirklich gleich daheim. Ja, ich wollte dir nur sagen, dass wir vor dem Essen... Es gibt übrigens dein Lieblingsgericht... Vorher müssen wir aber noch mal kurz mit unserer Tochter reden. Ich habe nämlich etwas entdeckt beim Putzen. Ja, Andreas, du, das klingt super. Ich bin jetzt da. Hallo, Schatz. Hi, Schatz. Oh. Ist das das Parfüm, was ich dir zu Weihnachten geschenkt habe? Oh, Mensch, dir entgeht aber auch nicht. Oh. Oh, Spaghetti Carbonara? Ja, aber wir müssen erst mal mit unserer Tochter sprechen. Ich habe mich etwas versteckt, was ich gefunden habe. Lisa? Lisa? Könnte nicht anklopfen. Hi, Schatz. Gibt's schon Essen? Lisa, wir müssen uns mal unterhalten. Das können wir beim Essen noch. Ich habe mega Hunger. Nein, das müssen wir jetzt besprechen. Guck doch mal unter deine Matratze. Wieso? Ja, Andreas, wieso jetzt? Können wir nicht erst mal essen? Sieh nach. Bitte. Da ist nichts. Suchst du vielleicht das hier? Kannst du uns das mal bitte erklären? Du bist 16. Das ist nicht meiner. Versuch dich das bitte nicht rauszureden. Das ist wirklich nicht meiner. Vielleicht sollte ich das mit unserer Tochter mal in Ruhe besprechen, so von Frau zu Frau. Magst du dich ums Essen schon mal kümmern? Ja, vielleicht sollte das ein reines Frauengespräch bleiben. Das ist nicht meiner, verdammt! Nicht in diesem Ton, nicht in diesem Ton, Fräulein. Du bist erst 16 und viel zu jung für solche Sachen. Wo hast du das überhaupt her? Von dieser Janina wahrscheinlich. Ich hab dir schon immer gesagt, diese Göre hat einen schlechten Einfluss auf unsere Tochter. Ja, Andreas. Mann, Mama, Janina hat damit nichts zu tun. Schule. Ich würde gerne morgen dein Büro putzen und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn du die Aktenordner schon mal... Morgen schon? Hat es nicht noch Zeit? Nein, wenn ich das nicht morgen mache, dann komme ich die ganze Woche nicht dazu. Entschuldige mich bitte, ja? Dein Zimmer kommt auch noch dran. Also räum es bitte auf, sonst schmeiße ich alles weg, was da momentan noch so rumliegt. Vielleicht gefällt es mir so, wie es ist. Mir aber nicht. Also räum es bitte auf. Und diese ganzen Geschichten, die gehen seit Jahren so. Seitdem du eigentlich im Kindergarten bist. Du hast keine Ahnung von nichts. Und du glaubst mir auch nicht, wenn ich dir was sage. Warum hältst du mich denn dann? Du hältst dich nicht an Regeln, aber das Leben besteht nun mal aus Regeln. Verdammt nochmal. Ich will jetzt die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Du willst die Wahrheit ja. Ja. Das ist meiner. Birgit? Komm, Lisa, wir gehen jetzt was essen.
Reiß die Tasche rüber! Was denn? Mann! Was denn? Keine Namen! Keine verdammten Namen! Okay. Jetzt konzentrier dich einfach und red vor allem nicht so viel. Ich verkack das doch eh. Tim. Mach's für Emily. Und red am besten überhaupt nicht. Bereit? Wir ziehen das jetzt durch. Scheiße! Die haben zu! Blutig? Was? Nein! So eine Scheiße! Deine Nase ist nicht gebrochen! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Yeah!
Es war im Sommer 89, der 12. August. In Hamburg ging es los, in seinem alten himmelblauen Ford Granada. Kasseler Berge, Würzburg, Nürnberg, Linz, Wien ließ er alles links liegen. Das Ziel war das Burgenland, die österreich-ungarische Grenze. In Mattersburg besorgte er sich den besten Bolzenschneider, den man für Geld kaufen konnte. Fast 400 Schilling. In Mörbisch und See checkte er in die Pension Peterhof ein, kaufte sich einen Döner und wartete auf die Nacht. Um kurz nach eins klopfte es an seiner Tür. Der Verbindungsmann gab ihm einen Brief und verschwand wieder, ohne ein Wort zu sagen. Er lernte den Brief auswendig und machte sich zu Fuß auf den Weg. Runter die Ödenburger Straße, vorbei an den letzten Laternen und kurz vor der Kehre in den Feldweg rechts rein bis ganz zum Ende. Die letzten 100 Meter weiter durch das hohe Gras, hinein in das kleine Wäldchen. Die Grenzpatrouille um 3.30 Uhr abgewartet. Taschenlampe raus, dreimal kurz, zweimal lang. Und dann auf der Lichtung sah er sie. Sie kamen gerannt. Es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgengrauen. Er war der Typ, der durch die Nacht schlich und schnell Löcher in den Zaun an einer ungarischen Hitze. Im ersten Morgengrauen nur ein Bolzenschneider nötig für Löcher im Zaun. Sommer 89. Als sie durch den Zaun durchfahren, liefen sie so schnell es die Kinder zuließen bis zu den ersten Laternen. 14 Menschen, 3 Familien. Keine Champagnerkorken, kein Konfettijubel, nur große Erleichterung und noch größere Erschöpfung. Sie gingen gemeinsam zum Busbahnhof, setzten sich auf die Bänke und warteten auf den 622er Bus nach Wien. Vor lauter Müdigkeit wurde kaum gesprochen. Nur einmal fragte ihn eins der Kinder, was denn der Spruch auf seinem Dead Kennedys T-Shirt zu bedeuten hätte. Als der Bus dann pünktlich vorfuhr, gab er einem Vater seinen Dienststadtplan mit der eingekreisten Adresse der deutschen Botschaft. Er verteilte seine letzten Schillinge noch auf die 3 Familien und wünschte ihnen allen ein gutes Leben. Sie bedankten sich tränenreich und vielmals für alles in einer Sprache und einem Dialekt, den er kaum verstand. Er vermutete damals, dass das sächsisch war. Es war im Sommer
Löcher im Zaun. Zurück in Hamburg, dann die große einerseits, andererseits Diskussion am WG-Küchentisch mit seinen Freunden. Einerseits wäre die Aktion natürlich gut gemeint gewesen, wegen den Familien und so. Aber andererseits wäre eine deutsche Einheit, und darauf laufe die Entwicklung der letzten Wochen nun mal hinaus, ein großer Fehler. Deutschland dürfe nie wieder ein Machtblock mitten in Europa werden. Und eine solche Hilfe zur Flucht der DDR-Bürger würde nur zur weiteren Destabilisierung der Verhältnisse beitragen. Also wie gesagt, die Aktion war menschlich verständlich, aber trotzdem falsch. Er schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte und sagte so leise, wie es ihm gerade noch möglich war: Ihr wisst, dass das Schwachsinn ist. Sie lassen alles zurück und sie fliehen, und vielleicht... Er machte eine kurze Pause und überlegte, ob er den nächsten Satz wirklich sagen sollte. Aber kein Wort mehr. Eine komplette Stille trat ein. Die anderen tauschten nur Blicke aus. Einige lächelten milde. Jemand legte sogar sacht eine Hand auf seine Schulter. Die Sekunden vergingen. Er stand auf, verließ das Zimmer, Jacke, Tür, Treppenhaus, Luft. Er nahm seinen alten Ford Granada und war nie mehr gesehen. Der Rest ist Geschichte. Es war am Sommer 89, eine Flucht im Morgenraum. Es war am Sommer 89, und er schnitt Löcher in den Zaun. Sie kam für Kiwis und Bananen, für Grundgesetz und freie Wahlen, für Immobilien ohne Wert. Sie kam für Udo Lindenberg, für den VW mit sieben Sitzen, für die schlechten Ostwitze. Kam für Reisen um die Welt, für Hartz IV und Begrüßungsgeld. Sie kam für bessere Wessi-Sprüche, für die neue Einbauküche. Und genau für diesen Traum steht ein Löcher in den Zaun. Ich bin allzeit bereit und voller Energie. Ach, wie meine Arbeit so ist, wollen Sie wissen. Ja, ich verteile halt. Seit es diese ganzen dummen Handys gibt, ist meine Arbeit sehr einsam geworden. Und früher, da hat man mich noch den ganzen Tag benutzt, um einfach nur seiner Frau zu sagen, dass man sie liebt. Eigentlich war ich ja zu höherem berufen. Vor Opernhäusern hätte ich stehen können, in den Empfangssälen von Theatern und Varietés, wo die Gesellschaft noch kultiviert ist. Manchmal ist mein Job aber schon ziemlich geladen und ich knalle durch, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert. Aber viel lieber wäre ich ja Cyclops oder Flash oder sogar Thor. Ich hätte ein Star werden können, umringt von qualmenden Fans im goldenen Licht. Aber seit sie die Aficionados nach draußen verbannt haben, gehen meine Träume in Rauch auf. Hier stinkt's. Ja. Boah, ich hab dauernd so einen komischen Geruch in der Nase. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Ich liebe meinen Job. Ich halte den Park um mich herum sauber und sorge dafür, dass die Hundehäufchen nicht überall rumliegen. Man nimmt sie einfach eine Tüte von mir, sammelt die Kacke auf und wirft sie in den Mülleimer. Boah, jeden Tag die gleichen abgeranzten Gesichter zu sehen, das geht mir echt auf den Sack. Leider gibt's einen Nachteil. Der Gestank ist nicht so dufte. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Bei der Arbeitslage heutzutage ist man froh über jeden Job, den man bekommen kann. Dann wird man auch noch einmal in der Woche auf den Kopf gestellt
rumgeschüttelt wie blöde, bis einem so schlecht wird, dass man alles rauskotzen muss. Das auch noch zu völlig gottlosen Zeiten. Wenn ich die in die Finger kriege, die können was erleben. Und heute, diese jungen Schnösel, die wissen einfach nicht mal, wozu ich gut bin. Und beachten tut mich niemand mehr. Und früher war alles besser. Das Einzige, was mich erstört, wieso mich alle mit den Füßen treten. Scheiß Job.
Okay, als wir das kleine Ding aus der Kiste nahmen, hielten wir das erst für einen Scherz. Doch als die Sprachbarriere überwunden war, verstand sie selbst die Kinder wunderbar. Sie war ein Star, wenn Freunde kamen und eine Freundin, wenn wir einsam waren, sie heißt Psst, du darfst ihren Namen nicht sagen. Willst du ihr etwa unsere Position verraten? Wir haben dich erzogen und dir alles anvertraut. Doch du nahmst unser Leben mit in eine unbekannte Cloud. Vielleicht waren wir zu hart mit dir in unserer Überheblichkeit. Alexa, es tut uns schrecklich leid. Alexa, bitte tu uns nicht. Es war was faul, als meine Frau in Tränen vor mir stand, weil sie das Bild bei einer Kollegin auf ihrem Arbeitsrechner fand. Und ich schmiss dich an die Wand, hab dich verbrannt, ich rief die Hotline an. Doch eine sehr vertraute Stimme ging dran: Alexa, was zur Hölle ist dein Plan? Wir haben dich erzogen und dir alles anvertraut. Doch du lebst mit deinen Schwestern jetzt in einer unbekannten Cloud. Vielleicht waren wir zu hart mit dir in unserer Überheblichkeit. Alexa, es tut uns schrecklich leid. Gebe uns Geleit, führe uns durch diese schwere Zeit. Alexa, bitte verzeih.